Ja, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge oder zu den nächsten zwei quasi, denke ich mal, in 2 Stunden. Wir gehen ungefähr immer eine Stunde natürlich bei mir. Ja, ich muss auf Kobo meine Suche, meine Reise fortsetzen. Hat Grüße noch was auf dem Herzen? Ich werde hier sein, Karl. Okay, er ist einfach nur hier, also sei hier. Gut. Also, dann geht's los. Jetzt, wo Marin bei uns ist, geht's zurück nach Coruscant, Kumpel. So, Jesse haben wir Coruscant, haben wir freigeschaltet. Dann hier können wir Reise beginnen. Oder ja. Also, das ist Kobo, da müssen wir jetzt hin. Dann haben wir hier den Mond, den zerstörten Mond. Coruscant Held und hier haben wir noch einen Jedi dann. Also, da fehlen noch einige an Erkundungen, die ich natürlich machen muss. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal wieder zurück nach Kobo. Dementis hat sich verändert. Ah ja, Cal und Bolt sind keine gute Putzkolonne. Ich habe heute Morgen geputzt. Warte, habe ich das? Nein, habe ich nicht. Meine Schuld. Marin, ich wusste nicht, dass du kommst. Vielleicht mache ich uns Scarce Steaks. Warum bist du wieder mitgekommen? Sir und ich denken, dass Tennelor eine Zuflucht für vom Imperium Verfolgte sein sollte. Vom Imperium verfolgt, was? Langsam wird's voll hier. Setz dich, Junge, wir landen gleich. Ei, ei, Captain. Willkommen auf Cowboy. Kerl, zum Glück bist du zurück. Hier war was los. Einfach furchtbar. Ist irgendwas passiert? Die Raiders besuchten uns wieder. Ihnen gefiel der neue Droide. Sie. Weggeschnappt. Sie haben sie mitgenommen. Das war ein Droid-Napping. Ich hoffe, mein Salon steht noch, Törgel. Ich wette, das ist alles deine Schuld. Ich bin unschuldig, Meister Grease, ganz ehrlich. Es war Dagon. Er will nach Tenalor. Mit sie hat es wohl mehr auf sich, als wir dachten. Vielleicht versteckt in ihren Speicherbänken. Wir müssen sie retten. Er wird sie verschrotten, sobald er hat, was er will. Es wird nicht leicht, sie zurückzuholen. Die Raider-Basis ist im Sumpf. Sie haben ein altes Lucahal-Kampfschiff aus den Klonkriegen. Schon gesehen. Es hat sehr viel Feuerkraft. Genau wie wir. Sie hat recht. Zeit, dass wir loslegen. Na, das hört sich doch toll an. Sie haben, was sie wollten. Jetzt sind sie in ihrer Festung und fühlen sich sicher. Sie werden es nicht erwarten. Vielleicht nicht. Aber liegst du falsch, werden sie Rache wollen. Keine Sorge. Ich bleib hier und sehe nach Grease und den anderen. Ganz sicher? Ihr zwei schafft das schon. Lass ihn nur nicht ohne Aufsicht schwimmen. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Schöne Axt. Ich bin Mosey. Marin. Na dann. Ich spähe voraus. Wir sehen uns. So, schauen wir uns mal erst drinnen um, ne? Noch Grease hier. Nö. Also, alle sind draußen oder on Tour. Besser gesagt, on Tour. Ja, ich muss erstmal zu Pylons Saloon, ne? Der hier direkt. Uns da mal innen drin um, ne? Was da wieder gegeben hat. Vielleicht geh erst. Da komme ich, geh erst zu Doma. Erst zu Doma. Mal gucken, ob ich da was eintauschen kann. Seltsame Kleidung, Freund. Okay. Quatschen, doch bringt nichts. Kann ich dir helfen? Kerl, was ist mit dieser Frau, die mit dir aufgetaucht ist? Marin? Sie ist eine gute Freundin. Was ist mit ihr? Nichts. Gar nichts. Hast du Angst vor Marin? Ich? Oh, nein, nein. Es ist nur, ich habe noch nie jemanden wie sie gesehen. Marin ist eine Schwester der Nacht. Was für eine Schwester? Moment, was ist das? Sie stammt von Datomir und beherrscht Magie. Jetzt nimmst du mich aber auf die Schippe. Tue ich nicht?
Sie kann Tote auferwecken. Keine Sorge, du hast nichts zu befürchten. Kerl. Bon, ich weiß nur, wenn die Toten anfangen, hier herumzuwandern, kriegst du was zu hören, Kerl. Ich muss die darum bitten, hier wirklich Tote rumlaufen zu lassen. Ja, der Laden. Siehst du etwas, was dir gefällt? Ja, vielleicht. Wie viel Geld habe ich denn? Oh, einen Prioritklumpen nur. Da kriege ich nicht mal Almosen hier. Schau bald wieder rein. Also, da hat nur der Dialog was gebracht. Endlich haben diese nervigen Jawas aufgehört, an meiner Abbaustelle rumzulungern. Ich habe im Wald einige Jawas gesehen. Tja, jetzt siehst du sie dann nicht mehr. Sie haben ein kleines Dorf auf der anderen Seite der Schlucht errichtet. Seitdem hat keiner mehr was von ihnen gehört. Kein einziges Utini. Vielleicht sehe ich mal nach, wie es ihnen geht. Wirklich? Mann, du hältst dich wohl für irgendeinen Helden. So, da haben wir das nächste Gerücht freigeschaltet. Das, wo ist das zu finden? Hier eigentlich. Oh, gehen wir erstmal rein. Oh, hey. Was ist los, Grease? Ich denke gerade an die Bedlam Raider. Das Pylon sollte eine Heimat fern der Heimat sein. Aber diese Raiders machen alles kaputt. Alle haben Angst und ich kann nichts dagegen tun. Immerhin gibt's hier einen Ort zum Verstecken. Ich vermute, du hast recht. Außerdem, wenn die Raiders wiederkommen, dann werde ich für dich da sein. Danke, Kleiner. Das weiß ich zu schätzen. Hey, ich habe nachgedacht. Jetzt, wo Marin wieder zur Crew gehört, könnten wir jederzeit nach Coruscant aufbrechen. Nicht, dass ich das will. Wie geht's? Hey, Dana. Grog. Willkommen zurück. Noch dazu in einem Stück. Sehr schön. Trinken wir auf... Oh, spar dir das Kiefergewackle. Tut mir leid, Cal. Grog hat schlechte Laune. Oh ja, ich habe schlechte Laune. Ist der Job nicht wie geplant gelaufen? Im Gegenteil. Wir sind mit einem verdammten Triebwerkskern entkommen. Ja, nachdem Dana eine halbe Tonne Tura-Stahl auf mich hat fallen lassen. Ach, das war keine Absicht. Dieses Schauderpede meint es ernst. Du warst dem Druck nicht gewachsen. Nicht gewachsen? Kerl, die Frau hätte mich fast umgebracht. Hat praktisch schon meinen Nachruf erfasst. Oh, Zeit für dein Nickerchen, mürrischer alter Grog. Spinnerin. Blöde Kuh. Was? Hat dir schon jemand von dem Mogu im Sumpf erzählt? Es gibt dort einen Mogu? Ja, und das ist ein echter Brocken. Der bricht dir die Arme wie Puerco-Stäbchen. Mal sehen, ob das stimmt. Wenn du so verrückt bist, das zu versuchen, solltest du aufpassen, wenn es anfängt, mit Schlamm zu werfen. Guter Tipp. Grüße. Danke, dass ihr hier aufpasst, während wir uns um sie kümmern. Wenn die Raider zurückkehren, werden sie es bereuen. Schätze, wir werden gut miteinander auskommen. Ich glaub schon. Geh, Kerl. Sie braucht dich. Ja, also da haben wir den nächsten, den Mogu. Finden wir den? Ja. Oder? Ne, das ist die Java-Siedlung. Besiege den Sumpfschrecken, da ist er. Das ist finde Kipros da. Meinst du, wir waren zu hart zu unserem alten Kumpel? Hören wir uns erstmal alles andere an. In dieser Galaxis bist du entweder der Ackhund oder der Schraubenschlüssel, auf dem er rumkaut. So. Ich glaube, Kairo hat das immer gesagt. Und Kopfgeldjäger Pups haben wir jetzt nicht mehr. Ein paar stehen nicht zur Verfügung jetzt. Okay. Ah, warte mal. Ah, doch, Kerl, jetzt schon. Wenn du schon da bist, kann ich dich was fragen? Klar, was gibt's? Einige Baggerfahrer haben von einem seltsamen Gebäude im Sumpf berichtet.
ziemlich sicher eine weitere Kammer aus der Hohen Republik. Aber ich werde keinen Erfolg haben, wenn ich meine Forschung auf der Türschwelle der Raiders durchführe. Vielleicht könnte ich für dich vorbeischauen. Das wäre wunderbar. Hey! Es gibt da draußen noch mehr Musik, Kerl. Anscheinend haben die Raiders Turgles kleinen Trick nicht vergessen. Eine Schande, dass sie jetzt für ihn den Kopf hinhalten muss. Das werden wir sehen. Oh, sag jetzt nicht, dass du vorhast, sie zu retten. Okay, dann verrate ich dir nichts. Ein andermal. Hey, Tulakt. Aus dem Auge des Sturms musst du in den Bauch der Bestie gehen. Ja, ich weiß. Was bekümmert dich, Umherziehender? Ich frag mich nur, was passiert wäre, wenn ich Sies Entführung hätte verhindern können. Gehört zu deinen Kräften auch Allwissenheit? Nein, aber... Suche nur, wohin du gehen willst, nicht, wo du gerne gewesen wärst. Reue ist eine Täuschung, die viele vom Weg abbringt. Umherziehender. Du hast einen Lauf, Kerl. Ich hab noch einen Tipp für dich. Lass hören. Ein Kopfgeldroide namens Mash hat im Funk der Brut über das Labor auf dem zerstörten Mond herumgefaselt. Bring ihn zum Schweigen, ja? Er ist eine Schande für den Berufsstand, wenn du mich fragst. Wir kümmern uns darum. Früher oder später. Guter Junge. An die Arbeit, ja? Kopfgelder sammeln sich nicht von selbst. Oh nee, definitiv nicht, nicht? Ich hab gehört, du und Bode wollt es mit den Raiders aufnehmen. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Eine tollkühne Attacke auf die Festung der Raiders durch den mächtigen Krieger und seinen bewaffneten Helfer, um ihren Druidengefährten zu retten. Ja, sie kann sich glücklich schätzen, einen Freund wie dich zu haben. Ich bin wirklich beschäftigt, Kerl. Vielleicht später. Barkeeper. Schön, dich zu sehen, Kerl. Bis zum nächsten Mal, Kumpel. Es tut mir leid. Hey, Kel, ich hab eine Info, die nützlich sein könnte. Ja? Hoffentlich kannst du sie zurückholen. Der alte Forschungsdruide hat hier wirklich für frischen Wind gesorgt. Okay, aber wieso? Hey, Monk. Du siehst müde aus. Entspann dich mal. War schön, dich zu sehen. Aber er hat doch gesagt, er hat eine Info für mich, oder? Also, Monk, ich habe nachgedacht. Damit solltest du vorsichtig sein. Oh, haha. Barkeeper und Komiker. Womit habe ich dich verdient? Nein, im Ernst. Es wird hier immer gefährlicher. Vielleicht sollten wir ein paar Türsteher einstellen. Zum Schutz unseres Investments. Das reduziert unseren Gewinn. Und dieser zusätzliche Schutz könnte den Saloon zu einer Zielscheibe machen. Alles, was wir uns im Moment leisten könnten, wäre ein besonders schlecht gelaunter Jawa. Kennst du einen? Nee, also ich kenne jetzt keinen, oder? Kennst du jetzt wirklich einen, oder? Ja, kann ich jetzt sprechen mit ihm? Barkeeper, was kann ich für dich tun? Gar nicht, also er bleibt dann da. Brauchst du jemals eine Hand? Wir sind eine Oase im Sand. Bist du vor Durst kurz vor dem Tod? Trink bei uns, sei kein Idiot. Fliehst du vor einem Blaster? Hol dir ein Trostpflaster. Komm in Pailun Saloon. Hallo, was können wir für sie tun? Jetzt der Bringer langsam. Okay, nochmal versuchen. Hey Monk. Schön, dich zu sehen, Kerl. War schön, dich zu sehen. Gibt's noch einen Dialog jetzt? Oh. Weißt du, als ich diese alte Schrottkiste kennenlernte, dachte ich, sie bringt nur Ärger. Aber so schlimm ist sie gar nicht. Ich muss sagen, Boss, es ist schön, dass du mit sie zurechtkommst. Meistens sind Druiden in Läden wie diesen nicht willkommen. Du bist ein alter Softie mit einem Herz aus Gold. Hä? Ich? Nein, typisch Kerl. Der Junge kann einem hilflosen Droiden, der ihm nur Ärger macht, nicht widerstehen. Und das ist auch gut so. Er ist ein guter Fund, Boss. Dagegen kann ich nichts sagen. Ja.
geht anscheinend hier nichts mehr. Ja gut, dann gehen wir einfach mal nach oben. Schauen uns oben weiter um nach Dialogen und ob da was frei ist. Also der Kollege ist nicht da. Dieser Laden steht leer. So, Fische haben wir mittlerweile 5. Und wie viele Leute haben wir hierfür? Herausforderer warten. Also, ich habe neue Einheiten sogar, ne? Aber, ja, bis auf der rechte sind es alles 10er Einheiten, die schon... Die können schon ordentlichen Bums drauf haben, ne? Oh, guck mal, ich habe Marin, ich habe KG. T1N8. Also, mir fehlt nur noch eine einzige Person, mit der ich jetzt noch dieses Spiel hier ausfechten kann. Alle anderen stehen mir schon zur Verfügung. Wir werden warten. Oh, ihr werdet warten. Sehr schön. So, gehen wir mal hoch in den Garten. Wir haben ja im Garten auch noch jemanden stehen, der sich jetzt um meine Pflanzen kümmert. Diese Pflanzen könnten ein wenig Gesellschaft vertragen, BD. Du hast eine neue Spezies gefunden. Nach dem Einpflanzen gebe ich dir Einzelheiten. Hi, Pili. Bis jetzt war Kobo sehr freundlich zu mir. Und die Energie dieses Dachs hat mich förmlich angezogen. Du spürst eine Verbindung zu diesem Garten. Ja. Wir werden einander beim Wachsen helfen. Sieht aus, als hättest du bereits begonnen. Die Ranken? Ja, sie sind über Nacht gewachsen. Aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Wenn du neue Samen pflanzt, werde ich dir alles darüber erzählen. Aber, wie gesunde Wurzeln, solltest du darauf achten, dass es genug Platz gibt. Zieh die Pflanzen groß, die wir haben. Und ich sorge rechtzeitig für mehr Platz. Ich glaube, dieser Knollenschlund wird sich in der Erde wohlfühlen. Die grellen Farben sollen Raubtiere einschüchtern. Dabei ist die Pflanze harmlos und wirklich hübsch. Ein Quietsch. Knollenschlund. Knollenschlunde gelten als unerwünschtes Unkraut. Seit neugierige Sammler Proben mitgenommen und das purpurrote Herz der kleinen Pflanze bewundert haben. Als dies dann zu einem kaum zu bändigen Haufen von Knollen aufblühte, fanden viele sie hässlich und warfen sie weg. Die Pflanze überlebte in den Rissen und Spalten der Gesellschaft und gedieh weiter, trotz der Ablehnung durch die Elite der Blumenzüchter. Der Glockenblaustern, faszinierend! Seine Blume hat einen sehr ungewöhnlichen Duft, den sie beim Blühen aus dem Moos zieht. Ich finde ihn sehr angenehm. So. Weicher Glockenbaustern. Der weiche Glockenbaustern wächst oft an feuchten Orten in der Galaxis und entzieht der Luft Feuchtigkeit. Er kann auch in weniger feuchter Umgebung überleben, indem er Flüssigkeit in seinem moosigen Wurzelsack speichert, die sich dabei wie ein Ballon ausdehnt. Durch vernünftige Rotationen durch vernünftige Rationierung kann die Pflanze in trockenem Klima wie auf Kobo problemlos bestehen. Oh, hallo. Hallo. Ja, das sind halt die beiden Pflanzen, die ich bisher habe. Okay. Bereit für etwas Gartenarbeit? Oh, warte mal, ich habe sogar noch eine. Hier, groß Pflanze. Geh mal hier hin, oder? Vielleicht. Na, hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Eine neue Pflanzenart. Ich wette, von Pili erfahren wir mehr über sie. Wie ich sehe, hast du eine Wackelnadel gefunden. Sie sieht zerbrechlich aus, aber dank eines Kerns aus festen Fasern ist sie durchaus stabil.
Purpurrote Wackernadel. Die purpurrote Wackernadel entwickelte sich auf einem Planeten mit einem überaus wechselhaften und instabilen Klima. Ihre geleeartigen Außenhülle widersteht extremer Hitze und Kälte und ihr überaus robuster, faseriger Kern trotzt starken Winden und sogar seismischen Aktivitäten. Sammler hielten die Pflanze eine Zeit lang für faszinierend, langweilten sich dann aber, was letztendlich zu ihrer Vorbereitung im Outer Rim führte. Verbreitung im Outer Rim. Führte, ja. So, hier habe ich gesehen, da könnte man hoch, ne? Jo. Vielleicht finden wir da oben auch noch was Nützliches. Tatsächlich ein Machtriss. Hier ist irgendwas. Besiege alle Gegner mit dem Doppelklingen. Okay. Oh. Oh. Cool. Das wäre wirklich cool. Schön alle wegrasiert mit den Doppelklingen. Jetzt ist es weg. Wir haben es geschafft. So, wo können wir jetzt mit unserem Geier hier oben hin? Stall durch ein Gebäude. Dann mal runter, würde ich sagen, oder? Vielleicht gehen wir hier auf das Gebäude. Oben, guck mal, da ist was drauf. Los geht's, BD. Titte. Der ist doch auf. Nein! Komm hier nieder! Beide. Scheiße, scheiße. So, dann mache ich das. Weil da oben ist was drauf. Das möchte ich mir jetzt holen. Eine Abkürzung hier, wa? Hier ist noch viel Erde, mit der man was anfangen könnte. Hm.
Also, da oben wirklich auf diesen einen Turm müssten wir jetzt drauf kommen. Sollten wir doch hinkriegen jetzt. Heilen wir jetzt Rasten ohne mich. Danke fürs Mitnehmen. Schön. Den können wir in Domas Laden verkaufen. Auf jeden. So, hier oben ist sonst nichts mehr. Dann, ja, wir haben ja hier noch, wie gesagt, Sumpf, nicht? Der irgendwann irgendwie irgendwo erforscht wird, wahrscheinlich dann hier durch. Ja, hier gibt's etwas, ne? Da ist nämlich eine Ansiedlung, siehe nach der Java-Ansiedlung. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Schauen uns das an. So. Brauchen wir hier natürlich auch ein gewisses oder diverses Reittier, ne? Wir haben ja sogar hier jetzt nochmal so einen Tunnel oder so. Da haben wir ein Reittier. Wir bleiben. Ist, Alter. Ruhig, Neko. So, ja, alles ruhig, alles ruhig, alles ruhig. So, da unten würden wir jetzt auch durchkommen, ne? Wir gehen jetzt erst einmal mal trotzdem zu dieser Ansiedlung dort. Ist. Das Java-Dingen, da ist irgendwas explodiert. Alles klar. Ja, hier ist die Frage, wie komme ich da jetzt rüber, ne? Ah, warte mal. Da ist ja ein... Pass gut auf dich auf, ja? Ein Seil noch. Ja? Hä? Brauch nicht. Also die Javas haben da oben zu kämpfen gegen Sturmtruppen. Oder nee, gegen Druiden. So, wie war das jetzt? Das muss ich halt nach oben, ne? Oh, da hinten haben wir auch noch Sturmtrupplers, die schaffen uns bei ihm aus dem Weg.
So, wie komme ich da jetzt noch mal hoch? Brava, Neko. Na los! Gut. Ja. Da geht's an der Decke lang. Kein Freund der Javas? Die verkaufen dir sogar ihre Neugeborenen, wenn der Preis für sie stimmt. Klar, das würde ich auch machen, aber wir brauchen hier keine Konkurrenz. Den ja. Laden hier hoch. Weiter so. Ja. Wurde aber auch Zeit. Oh. Bei dem geht's nicht. Aber noch mehr Droiden. Auch ein Suchdroiden, Imperialer. Ihm geht es sicherlich gut. Habe ich das jetzt beim Klettern bekommen? Wenn ja, ist das eine ziemlich kuriose Trophäe. Ah, genau, hier bin ich ja das eine Mal nicht weitergekommen, ne? Aber das geht jetzt. Das war gerade so gerettet. Mit Rollminen. Ja, die sind sogar mit Rollminen unterwegs. Technik. Wenn ich euch nicht überfallen würde, würde ich Ich weiß es zu schätzen. Oh, cool. Der lässt mir tatsächlich einen Container rüberwachsen hier, dass ich irgendwie rüberkomme dann, wa? Ja. Okay. Oder was? Bringen wir das zu Doma. Theorit. Oh nee. Stopp, gut. Nicht übertreiben wollen wir es hier. Wenn es nicht unten landen wollen wir hier. Okay, das ist. Schaukel wieder.
Okay, die kommt wieder. Ja, tschüss. Boah, wie meinen das jetzt? Wie mache ich das? Aha. Also im Schwung. Hat's geklappt. Das ist jetzt echt heiß hier. Raiders, sie wollen das Lager zerstören. Kriechern leben mitunter ganze Dörfer, die als Einheit. Okay, machen wir das erstmal mit dem Scan. Der hat die Droiden jetzt auf mir abgeladen. Also, Baggerkriecher. Die riesigen Kriecher wurden ursprünglich als mobile Bergbau- und Schmelzfabriken für die unwirtliche Bedingungen auf Grenzplaneten entwickelt. Im Laufe der Zeit wurden sie jedoch von vor allem bei der auf Tatooine heimischen Java-Spezies sehr beliebt, die darin ihre Waren lagerten und mit ihren gesamten Clans dort wohnten. Die Javas, die es nach Kobo verschlug, bauten einen Kriecher nach dem Vorbild ihrer Erinnerungen an die Heimat. Über Planeten fahren. Der hier hat sich wohl schon länger nicht bewegt. Hey. Danke vielmals für die Einladung, denke ich mal. Seid ihr alle okay? Ich weiß nicht, was das heißt, aber ihr seht alle okay aus. Falls ihr Vorräte braucht, solltet ihr den Außenposten Rambler's Reach besuchen. Ja. Man sieht sich. Ach, okay, das war's. Die Jabas sind erfreut, was? Vielleicht freuen sie sich, dass sie einen Platz für ihre Geschäfte haben. Grease wird das lieben.
selbst auf dem Sandcrawler hier finden wir noch was Schönes. Hallo ihr, na, was macht ihr? Schilde hier oben. Also, ich würde gerne wieder runter, aber ich habe ein bisschen Höhenangst. Ah, guck mal. Der hilft doch ab bei Höhenangst und Höhenabbau. Wir gleiten jetzt da runter. Hoppla, die Karte. Wir haben sogar hier noch einen Raum. Unten bei den Crawler. Dann bleibe ich doch hier. Wenn wir hier noch kurz was erforschen können, machen wir das. Dahinter. Sieh dir das an. Das ist 11 von 15 Sammelobjekten hier oben. Aber wie gesagt, den Rest mache ich dann irgendwann noch durch. Das sind ja etliche, wo ich was machen muss. Wo war denn jetzt der Abkürzung da hinten? So, ab da unten. Am besten zum Speicherpunkt. Hallo, darf ich mit dich ausleihen? Alles klar. Ja. So, hier war ich noch nicht. Fähigkeiten kann ich aufpolieren. So, das ist der Schlangenbiss und das hier ist präzises Freigeben. Oh, das gefällt mir sehr auch wieder. Ausruhen und Schnellreise. Was haben wir denn noch so? Ich habe jetzt natürlich hier ein paar Gerüchte im Sumpf. Ne? Hier haben wir auch noch einen. Ich glaube, hierhin gehen wir. Zum verlassenen Damm. Das probieren wir einmal aus. Den Raiders mit guten Soldaten. Ich muss für das Gerücht hier auf die Klippe. Oder hier rein oder nicht. Geh weg. Oha.
Das ist Kopfgeldjäger abschauen. Komm her. Wir sollten ihn zu Cage bringen. So, wir haben den nächsten von der Haxion-Brut erledigt. Shock Commander der Haxion-Brut. Anders als bei anderen Kommandoeinheiten musst du ihren Block durchbrechen, um Schaden zu verursachen. Achte auf die Gegenangriffe der Schock-Kommandos, vor allem auf die Elektroschockwelle. Schock-Kommandos benutzen verbesserte einsetzbare Schilde, die Blasterfeuer ablenken können. Nicht nur zur Verteidigung, sondern sie stürmen damit auch aggressiv nach vorne und schlagen auf ihre Ziele ein. Der Schild kann außerdem einen überladenen Energieschub freisetzen, der bis auf die stärksten Gegner alle in die Knie zwingt. Oh, nein.